gefragt sind. Wir haben uns diesem Thema auch im Gemeindewochenende angenommen. Aber scheinbar ist der technische Ding da nicht behoben. Okay, gut. Aber im Gemeindewochenende in Beatenberg ist das Thema noch erweitert worden, fest verwurzelt auch in der Gemeinschaft. Ich gebe euch jetzt heute einen kleinen Rückblick auf das Gemeindewochenende, auch gerade für die, die dann nicht dabei waren, für dass sie auch ein bisschen sehen, was dort eigentlich abgegangen ist. Bitte schalten. Der Stefan Wenger hat dort einen Vortrag über die Mammutbäume und uns probiert mitzugeben, was die Mammutbäume uns zu sagen haben, auch als Gemeinschaft. Das Besondere an diesen Bäumen ist, dass die in Gruppen zusammenstehen und die Wurzel aber nur 2 Meter tief, dafür 50 Meter weit sind und auch ineinander rein verflochten. Die Bäume haben auch eine weiche Rinde für uns, sprich ein weiches Herz, das aber eben feuerresistent ist. Und so, wenn die Bäume in einer Gruppe stehen und zusammenstehen, dann können sie Sturm und Feuer kann ihnen eigentlich nichts anhaben. Und das so ein bisschen als Bild für uns als Gemeinschaft, dass es wichtig ist, dass auch wir füreinander da sind und miteinander unterwegs. Und dann sind wir dann von den Mammutbäumen auf ein Leib, auf das Bild vom Leib gekommen und haben so uns auf einen Gottesdienst vorbereitet zu diesem Thema. Eben ihr verwurzelt in der Liebe von Gott und ihrer Gemeinschaft und als Leib von Gott, wo jedes sein Teil hat. Und am Samstag am Abend haben die ganze Gemeinde, die anwesend war, ganz fleissig den Gottesdienst vorbereitet. Und am Sonntagmorgen haben die auch alle mitgemacht und sie mit Leib und Seele im wahrsten Sinn vom Wort dabei gewesen. Nochmal klicken. Und ihr seht, alle Generationen haben da mitgemacht. Und uns ist dort auch mit einem weiteren Bild gezeigt worden, wie wichtig das Einzelne in der Gemeinschaft ist. Es hat ein Theater gegeben, wo uns die Werkzeugkiste ist vorgestellt worden und eben zeigt, dass nicht ein Werkzeug viel wichtiger ist als alle anderen, sondern dass jedes Werkzeug eben seinen Job hat und seinen Job soll erledigen. Und dort, an diesem Gottesdienst, hat auch der Lobpreis nicht fehlen dürfen.
Und so wollen wir jetzt so hier in Lobpreis einstimmen und zusammenstehen und Gott loben von ganzem Herzen. Ja, auch von unserer Seite herzlich willkommen und guten Morgen zusammen. Karl Lukas hat schön gesagt, wir wollen zusammen für alle Generationen Gott anbeten, loben, ihm zu Ehr Lieder singen. Egal, ob wir hier sind, ob wir daheim sind, macht doch einfach mit. Es kommt nicht auf den Geschmack von Musik an oder auf die Lieder an sich, sondern auf unser Herz. Wir wollen uns auf Gott ausrichten, mit ihm verwurzelt sein und zu seiner Ehre eben singen und die musikalischen Gebete so zu ihm tragen. Hab die fest am Herrn, denn seine Hand ist groß, er lässt ihn nie mehr los. Er tröstet dich, lässt ihn nie im Stich. Drum sag ich, hab die fest am Herrn. Die mir im Stich. Drum sag ich, hab die fest am Herrn. Hab die fest am Herrn. Denn seine Hand ist groß, er lässt in mir im Stehen. Drum sag ich, hab die fest am Herrn. Drum sag ich, hab die fest am Herrn. Bau doch dies Haus nicht auf sandigem Grund, los, bau's doch nicht nach ans Ufer. Es kann ja sein, dass das aussieht, aber bringen tut's dir nicht. Du baust nämlich so ein Haus normal. Bau doch dein Haus nicht auf sandigem Grund, los, bau's doch nicht nach ans Ufer. Es kann ja sein, dass das aussieht, aber bringen tut's dir nicht. Du baust nämlich so ein Haus da. Du baust dein Haus doch gescheiter auf einem Fels. Baust dein Fundament an einem sicheren Ort. Dann kannst du stürmen bis Nordpol. Doch der Friede Gottes, der ist da. Bau doch dein Haus nicht auf sandigem Grund. Lass bald noch nichts nach ans Ufer. Ja, sieh, dass Jesus fährt, aber bringen tut's dir nicht. Du baust nämlich so ein Haus nochmal. Du baust dein Haus doch gescheiter auf einem Fels. Baust dein Fundament an einem sicheren Ort. Der kann stürmen, bis nur Gott. Doch der Friede Gottes, der ist da. Bau doch dein Haus nicht.
Wir danken dir, dass wir da sind, so wie wir sind, in unserer Schwachheit, mit unseren Lasten und auch dem, was uns einfach bewegt. Du weißt, wie es uns geht, ob wir traurig sind, fröhlich sind. Aber du bist in jedem Gefühl ganz nah bei uns. Merci, bist du ein mächtiger König auf dem Thron, den wir anbeten. Aber merci, bist du auch ein Gott, der uns einfach in die Arme nimmt, der ganz nah sein will. Wir loben und preisen dich und haben dich einfach Hände festgegeben. Bauen, es ist vom Lohn.
wäre, glaube ich, der Moment, wo die Kinder ihr Programm gehen. Wir wünschen euch eine ganz gesegnete Zeit. Just the same. Bless the
und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du das große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Du bist erhoben über alle Götter.
der Höchste, o Herr, über alle Erden. Du bist erhoben über alle Götter. Ja, bevor ich mich hier einlogge, ihr seht, die Technik hat heute ein bisschen Probleme. Ich habe mich eigentlich vorher schon mal eingeloggt. Ich erkläre euch aber zuerst, was genau das wir machen und wieso das jetzt hier Webseite aufgeschaltet ist. Und zwar werden wir heute die Lesung vom Bibeltext ein bisschen anders gestalten. Und für die Lesung selber bin ich auch wieder auf eure Mithilfe angewiesen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ihr hier auf diesem Zettel hinten drauf auch in die Bibelstelle, was heute darum geht, Kolosser 2, 1 bis 14. Und anstatt dass ich jetzt den einfach lese, euch vorlesen, euch präsentieren, lesen wir doch den zusammen. Und zwar so, dass einfach eine Person liest den ersten Vers, jemand weiteres liest den zweiten Vers und so weiter. Wenn ihr es nicht versteht, oder machen wir es mit Mick? Musst du das Mick durchgeben? Ja, also. Ja, ihr könnt, so viel, wie es nicht gelustet. Dass der arme Lukas nicht so viel muss laufen. Wer will anfangen? Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nur angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehrentrug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches
und hat uns vergeben alle Sünden. Merci vielmals fürs Mitmachen und kann man es anzeigen? Genau. Wer vorhin vorher hat geschaut und nicht aufs Blatt, hat schon gesehen, ich konnte mich einloggen, ich habe das gestartet. Und wie das jetzt funktioniert, ihr könnt mit eurem Handy auf die Seite www.menti.com gehen und den Code eingeben. Und dort könnt ihr auf dieser Seite Wörter eingeben, auch bis zu 3 Wörter würde ich jetzt sagen, wo euch, also 3 Wörter am Stück, einzelne Wörter könnt ihr natürlich mehrere eingeben, die euch in diesem Text hängen geblieben sind. Die Wörter, die dann viel eingegeben werden, die werden grösser angezeigt. Wenn ihr kein Handy da habt, dann könnt ihr auch bei eurem Sitznachbar, bei eurer Sitznachbarin drauf schauen. Die kann für euch Wörter eingeben. Ihr könnt noch umdrehen. Ich glaube, ihr schafft das. Genau, dann kann man jetzt wieder auf das andere wechseln. Genau, es sind Wörter aus dem Text, die euch hängen geblieben. Genau, wunderbar. Jetzt das erste Wort. Oh, so viele Wörter, die da zusammenkommen. Ich lese dann noch ein paar vor, für die, die es jetzt nicht lesen können. Ich fange ein bisschen an. Ich sehe lebendig, Dankbarkeit, Christus, Fülle, Glauben, die sind hoch im Kurs. Wir finden aber auch im Geist bei euch, begraben in der Taufe, Fülle der Gottheit, voller Dankbarkeit, verwurzelt. Vergebung, Herzen gestärkt, mit ihm lebendig gemacht, Schätze der Weisheit, im Geist bei euch, Kraft Gottes, vergeben, auferweckt, Erkenntnis, merci vielmal, habt ihr mitgemacht. Sehr cool. Ja, und da bin ich jetzt gespannt dazu, was der Karl Lukas zu all diesen Wörtern vielleicht zu sagen hat. Und ich übergebe das Wort. Ich brauchte dann auch noch meine Folien.
Ja, merci vielmals. Ihr habt die Wortwoche gesehen. Ihr habt gesehen, was da alles in diesem Text inne ist. Es war so ein kleiner Aufwärmrunde gewesen, auch für euch, weil der Text ist so dicht und so voll mit theologisch wirklich tiefen Sachen, dass ich denke, ihr müsst euch auch ein bisschen aufwärmen. Sonst, wenn ihr so kalt in den Text reinkommt, dann bekommt ihr gerade eine geistliche Muskelzerrung. Ja, gern. Ah, nicht die nächste schon. Genau. Und warte, ich probiere, ob jetzt das da wieder ging. Ja, das wäre super. Und ich wollte mit euch nochmal ein bisschen durch den Text durchgehen und auch einzelne Worte oder einzelne Verse ein bisschen genauer anschauen. Also wir bleiben da sehr nach beim Text. Und wir fangen an mit dem Vers 2. Ihr dürft auch gerne das Blatt vorne behalten und den Text auch vor euch haben. Zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Das ist eine super spannende Aussage. Christus ist das Geheimnis von Gott. Gott hat sich uns offenbart in Christus. Der unfassbare Gott hat sich uns gezeigt. Der unerreichbare Gott ist zu uns auf die Erde gekommen und Mensch geworden. Er hat sich aber nicht in einer trivialen Art und Weise offenbart, so dass jetzt alles klar wäre und wir über Gott können verfügen können. Er hat sich als Geheimnis von Gott gezeigt. Er ist nicht gekommen wie ein Geschenk, wo man jetzt der Weihnacht so überkommt und zuerst ist die Spannung, was ist drin, und er hat es auspackt und er ist, okay, schön, merci vielmal. Sondern Jesus ist gekommen viel mehr als Tür, als Portal. Wir können in Jesus eine ganz neue Welt entdecken, eine ganz neue Dimension. Aber wir können nie ganz erfassen. Christus ist die Türe ins Geheimnis von Gott, ins Abenteuer Gottes. Es gibt viel, unendlich viel zu entdecken. Und obschon Jesus kein Philosoph war und kein einziges Buch geschrieben hat, ist euch das schon mal bewusst gewesen, dass Jesus keine Bücher und keine Schriften hinterlassen hat, liegen in ihm doch verborgen alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis. Der Paulus fährt weiter. Wie ihr angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Jesus anzunehmen und in ihm zu leben, ist nicht das Gleiche. Ohne es hier explizit zu machen, redet Paulus hier von Nachfolge. Das ist der Unterschied zu mancher Philosophie und Religion. Der christliche Glaube lebt nicht alleine vom Verstehen und vom Wissen. Theologie, Kirchengeschichte, Dogmatik, all diese Sachen sind wert, zu studieren, aber sie sind noch lange nicht alles. Jesus Christus ist ganzheitlicher. Er will, dass wir ihn und Gott lieben von ganzem Herz, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und mit unserem ganzen Verstand. Und das kann man nur in der Nachfolge. Das kann nur geschehen, wenn wir in ihm leben.
verwurzelt und gegründet in ihm. Was sie auch muss zugeben, eine Herausforderung ist. Jesus selber warnt aber davor, wenn wir das nicht tun, wenn wir ihm nicht nachfolgen. Bei der Auslegung vom Gleichnis vom Sämann sagt er, bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, kommt es alsbald zum Fall. Und darum sagt Jesus so von sich selber aus ihrer Beziehung zu uns: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus kennen genügt also nicht. Ja, selbst Dämonen haben Jesus als Sohn Gottes erkannt. Was letztlich der Unterschied ausmacht, ist, ob wir ihm nachfolgen oder nicht. Jetzt aber kommt das Crescendo von Paulus, wenn er seiner Gemeinde schreibt: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle von der Gottheit. Okay, das verstehen wir noch. Wir glauben, dass Christus Gott ist. Aber was jetzt folgt, müsste uns eigentlich die Sprache verschlagen. Weil der Paulus fährt weiter und schreibt: Ihr seid erfüllt durch ihn. Und er gibt noch eins obendrauf: Ihr seid erfüllt durch das Haupt aller Mächte und Gewalten. Sprich, über den ganzen Kosmos. Für Paulus ist klar: Wir glauben nicht nur, dass Christus der Chef vom ganzen Universum ist, sondern dass der Chef vom Universum in uns leben will. Diese Botschaft ist etwas, was uns eigentlich ein bisschen aus den Socken holen. Und ob das nicht genug wäre, fährt der Paulus weiter. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Der Paulus ist absolut radikal. Er sagt nicht nur, dass wir an Tod und Verstehung von Christus glauben, was übrigens für die meisten von unseren Mitbürger und Mitbürgerinnen schon schwer genug ist. Er sagt: Nein, ihr seid in das Geschehen hineingenommen. Das ist nicht etwas, wo Jesus von Nazareth einfach so passiert ist und wir nehmen es zur Kenntnis. So wie wir vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass der Julius Cäsar als junger Mann von Piraten ist entführt wurde. Der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus ist für Paulus eine komplett andere Kategorie. Es ist nicht einfach ein historisches Ereignis, auch wenn wir müssen zugeben, ein sehr besonderes historisches Ereignis. Vielmehr ist es so, dass wir im Glauben selber Teil werden von diesem Geschehen. In der Taufe sind wir mit ihm begraben und damit auch auferweckt von den Toten. Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart
in den Sünden. Ich bin überwältigt von diesem Satz. Der Satz ist das ganze Evangelium von Paulus in der kürzesten Form. Was er sagt, ist, Gott hat sich selber in den Tod gegeben, damit wir mit ihm auch ins Auferstehungsgeschehen hineingenommen werden. Er ist uns nicht nur im Leben gleich geworden, er ist auch im Tod geworden. Christus musste sterben, damit er uns Toten in der Sünde Toten an seiner Auferstehung Anteil geben konnte. Und so werden wir lebendig in Christus. Ich weiss, das ist alles ein bisschen anspruchsvolle Theologie, aber eben nicht nur. Es geht hier im Speziellen nicht nur um Wissen, sondern eben darum, dass Christus uns in ganz besonderer Art lebendig gemacht hat. Wir sind schon auferweckt und wir sollen als Auferweckte Jesus in dieser Welt und Zeit nachfolgen. Das ist die Botschaft von Paulus für seine Gemeinde in Kolossea und ich denke auch für uns hier heute Morgen. Jesus selber sagt im Zusammenhang von der Auferweckung vom Lazarus etwas, was sich der Paulus, glaube ich, hier drauf beruft. Jesus sagt zur Martha: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Weil Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist, müssen wir also nicht mehr auf den jüngsten Tag warten. Wir sind vielmehr aufgefordert, mit ihm als Auferstandener zu leben. Wir sind schon Teil der neuen Schöpfung. Die Ewigkeit hat schon hier, im Hier und Jetzt angefangen. Ihr seid also Auferstandene. Ich finde das ziemlich krass. Dir nicht auch. Amen. Schauen wir mal den Text an. Redet noch ein bisschen mit Gott drüber. Fragen wir doch, was mitnehmen in die kommende Woche, in die kommende Zeit. Thank you.
dir, wir trauen dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar, dein Name macht wunderbar, starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung. Wir kommen zu einem ganz speziellen Teil heute. Und nämlich senden wir Monika Vogunten aus mit der Organisation OM in die Mission in einen Einsatz. Alle, die im Livestream
Wir sammeln uns zu der Fürbitte. Gott, du, der bist wie eine starke Mutter und wie ein fürsorglicher Vater, wir kommen zu dir mit unseren Bitten. Erhör du unsere Gebete. Ich bitte für die Kranken von dieser Welt. Ich bitte für die, die sich wegen ihren körperlichen und psychischen Beschwerden in Behandlung befinden. Begleit und unterstützt du ihren Heilungsprozess. Ich bitte dich aber auch, Gott, für alle, die keine medizinische Hilfe zur Verfügung haben. Stärk du sie, heil du sie. Ich bitte dich für die Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, für Menschen, die für andere Menschen da sind und zu ihnen schauen. Du sie ausstatten mit Hoffnung, Zuversicht und Ausdauer. Jesus, ich befehle dir die Menschen von dieser Welt an, die von ihrem Zuhause weggehen müssen und auf der Flucht sind. Die kein festes Zuhause haben. Gib du ihnen ein Dach über dem Kopf und Nahrung für ihren Körper. Bist du ins Licht in den Flüchtlingslager
wo Perspektivlosigkeit und Armut herrscht. Bist du dort, gib diesen Leuten neue, hoffnungsvolle Zukunftsaussichten und Frieden. Schau auf die Leute, die weltweit und besonders jetzt im Iran für Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen. Stärk und beschütze du sie. Heilige Geistkraft, du bist unter uns. Du siehst, was uns bewegt. Du siehst Schwierigkeiten in der Schule, im Job oder im Studium. Du siehst die, die Mühe haben mit dem, was sie tun, die sich vielleicht neu ausrichten wollen. Unser ganzes Leben begleitest du uns und lass uns nie allein. Lass uns das immer wieder spüren, wenn wir verzweifelt und orientierungslos sind. Gib uns deine Kraft. Dürfen stark sein, wo wir müssen stark sein und dort aber auch schwach sein können, wo wir dürfen schwach sein. Wir kommen jetzt in einem kurzen Moment vor Stille mit unseren persönlichen Anliegen und Gedanken zu dir, dreieiniger Gott. Lass du auf unser Gebet. Wir beten zusammen das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat und uns mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt verbindet. Denen, was möglich ist, bitte ich aufzuschauen dazu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du darfst wieder Platz nehmen. Über die Kollekte heute muss ich gar nicht viel sagen. Ich glaube, das ist relativ klar, wo die hergeht. Die geht an OM. Danke vielmals für alles, was ihr gebt. Und ihr dürft eben auch gerne dann unten beim Tisch euch auch noch informieren. Ja, während da die Kollekte Schälchen durch die Reihe gehen, komme ich zu den Mitteilungen. Ich darf noch auf drei Sachen hinweisen. Am 17. November, also schon ganz gleich, vom 7. bis 8. hier im Kitz, findet die Informationsveranstaltung zum Projekt Strategie 2025 statt. Dann am 18. November, auch vom, ab dem 7., aber bis zum 4. ab 10. fängt auch hier in Kitz der Adventskalender unter Frauen statt. Am 20. November, das ist in einer Woche, oder? Ja. ist der Ewigkeitssonntag. Wir gedenken denen, die im letzten Jahr gestorben sind. Es bildet der Abschluss des Kirchenjahres. Der Gottesdienst wird Ulrike Schatz haben, Musik wird Esther Feingold spielen. Dann darf ich noch mal darauf aufmerksam machen, auf das Gebetangebot, das nach dem Gottesdienst hier vorne wird parat stehen. Wenn ihr irgendein Anliegen habt, das Team wird sehr gerne für euch beten, für euch da sein. Jetzt noch etwas mehr? Ah, also der Frauenanlass ist nicht hier, sondern im Schulhaus Ried. Merken. Ja, und dann kann ich euch jetzt noch auf das Apero hinweisen, was wir nachher haben. Das hat der Jugendtreff Doppelpunkt. Hey, Lasagne für uns gekocht.
inklusive Pannen gestern Abend, aber die waren relativ lang dran. Ja, bleibt, verweilt noch, redet miteinander, geniesst die gute Lasagne. Für das Sendungswort und für ein Segen bitte ich die, die können und mögen, aufzustehen. Auf dass eure Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen. Zum Schluss singen wir das Lied, das passt zu dieser Folie, die wir gesehen haben. Was kannst du machen? Geben, beten. Come set your rule, build your kingdom here.